Hallo liebe Absolventen und Absolventen, liebe Studieninteressierten und Berufsanfänger. Mein Name ist Yvette Scolano und ich bin Ausbildungsleiterin bei der Stadt Kornwestheim. Ich möchte Ihnen heute unser neues Studienangebot ab September 2020 vorstellen. Wir als Stadt Kornwestheim bieten nämlich ab September 2020 zwei neue Studienplätze zum Bachelor of Science im Bereich Digital Engineering und Management an. Hier im Salamander-Areal im Bau 10. Um Ihnen einen Blick hinter die Kulissen zu geben, werden Ihnen heute unsere Oberbürgermeisterin Frau Keck und Daniel Geiges, den geschäftsführenden Vorstand der Knowledge Foundation der Hochschule Reutlingen, Rede und Antwort stehen. Begleiten Sie mich. Frau Keck, der Studienort in Kornwestheim sowie die Wahl des Studiums erscheint zunächst ungewöhnlich für die Stadt Kornwestheim. Warum haben Sie sich so für diesen Studiengang und auch dafür eingesetzt, dass Kornwestheim zum Studienstandort wird? Für mich als Oberbürgermeisterin der Stadt Kornwestheim kann es nur diese Stadt geben. Warum? Kornwestheim ist ideal an den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen. Wir sind hier der frühere Standort vom Salamander, der ehemals berühmten Schuhfabrik. Und ganz wichtig haben wir heute das Existenzgründerzentrum Techmoteum, das Innovation, Umwelt und Mobilität miteinander verbindet. Herr Geiges, was ist das Alleinstellungsmerkmal Ihres Studienprogramms? Sie werben mit dem Slogan Berufswunsch Zukunftsgestalter. Was verbirgt sich dahinter? Man hat gemerkt, das Studienprogramm war bereits von Beginn an etwas Besonderes, weil so viele Personen, Unternehmen an der Zukunft mitgewirkt haben. Sie haben sich in das Studienkonzept eingebracht und das ist auch genau das, was irgendwo die Teilnehmer nachher spüren, weil für jeden was dabei ist, ob das jetzt im technischen Bereich ist oder auch im IT-Bereich oder vielleicht auch was Kaufmännisches. Mit den Kompetenzen, was die Teilnehmer dort erworben, ist die Zukunft tatsächlich gewährleistet. Deswegen auch das Sprichwort, das sind unsere Zukunftsgestalt. Frau Keck, wie können denn die Zukunftsgestalter bei der Stadt Kornwestheim eingesetzt werden? Und was erwartet Sie nach dem Studium bei der Stadt Kornwestheim? Die Studentinnen und Studenten können in der Stadt Kornwestheim entweder im Bereich der Stadtplanung oder im Bereich städtische Wohnbau oder des Existenzgründerzentrums eingesetzt werden. Für die Studentinnen und Studenten wartet ein interessantes Studienprogramm, in dem Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Stadtplanung und vor allem auch der Blick in die Zukunft in den Vordergrund genommen werden. Für uns ist es wichtig, den jungen Menschen zu vermitteln, dass wir gemeinsam mit den Kommunen, mit dem Gemeinderat an einer zukunftsfähigen, innovativen und vor allem auch sicheren Stadt interessiert sind. Herr Geiges, welche Voraussetzungen müssen denn die Zukunftsgestalter mitbringen, um an dem Studienprogramm teilnehmen zu können? Also wir haben neben den klassischen Voraussetzungen wie Fachhochschulreife oder Abitur sehr wichtig, dass die Teilnehmer irgendwo den Weitblick mit in die Gruppe einbringen, sehr gerne im Team zusammenarbeiten, hier auch kommunizieren können, um genau die drei genannten Kompetenzen gut auch den Leuten beizubringen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, mit denen man dann in die Zukunft blicken kann. Konnten wir nun auch Ihr Interesse wecken? Möchten Sie nun auch Zukunftsgestalter bei der Stadt Kornwestheim werden? Dann bewerben Sie sich jetzt online unter www.kornwestheim.de/arbeiten-karriere. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.